Grüß euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich finde alle Hunde toll, egal ob Mix oder reinrassig. Und wenn ich keinen Hund hätte und irgendwo da in meiner Umgebung ein Hund Hilfe benötigen würde, ein Heim benötigen würde, ich würde diesen Hund aufnehmen, egal wie der aussieht. Diesen Hund bis an sein Lebensende lieben und versuchen gut zu halten. So funktioniere ich. Aber es gibt selbstverständlich auch Hunderassen, die mich besonders faszinieren. Und genau über diese Hunderassen spreche ich hier auf meinem Kanal. Und auch heute möchte ich Ihnen einen Hund präsentieren, der mich besonders fasziniert. Und zwar spreche ich hier vom Weimaraner. Wer ist der Weimaraner? Was macht den Weimaraner aus? Der Ursprung dieses Hundes ist in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts zu suchen. Er gilt als der älteste der deutschen Vorstehhunderassen und man geht davon aus, dass er schon am Hof des Karl August, des Großherzogs von Weimar, gezüchtet wurde. Der Weimaraner wurde und wird mit Vorliebe als Feld-, Wald- und Wasserjagdhund mit enormer Raubzeugschärfe eingesetzt. Seit Ende des 19. Jahrhunderts ist er offiziell als Rasse anerkannt. Doch was unterscheidet den Weimaraner von den übrigen Vorstehhunderassen? Da gibt es eine Sache, die ganz besonders ist beim Weimaraner. Das ist ein Vorstehhund mit ausgeprägtem Wach- und Schutztrieb. Und das ist auch der Grund, weshalb dieser Hund heute speziell in den USA mit Vorliebe als beschützender Familien- und Begleithund gehalten wird. Man sagt dem Weimaraner nach, es ist ein äußerst schnell lernender Hund, ein sehr lernwilliger Hund. Allerdings benötigte es ein großes Maß an Feingefühl, diesen Hund richtig zu erziehen. Denn genauso wie seine große Lernwilligkeit steckt auch eine große Portion Sturheit in diesem Hund, die man durch falsche Erziehung erweckt. Und dann ist es schnell vorbei mit diesem auch gern genannten Jagdgebrauchshund. Jagdgebrauchshund deswegen, weil ich weiß, dass es sehr viele Weimaraner Besitzer gibt, die auch auf Hundeabrichteplätzen Fuß gefasst haben und dort mit diesen Hunden beim Hundesport, bei Turnieren tolle Erfolge einfahren. Das ist ein Hund, der sich absolut für den Hundesport eignet. Aber wie gesagt, nochmal zurück, zu harte oder zu lasche Erziehung ist völlig unangebracht bei diesem Hund. Wobei ich beim Thema Erziehung, hier kennen Sie meine Einstellung, weder zu harte noch zu lasche Erziehung ist angebracht, bei gar keiner Hunderasse. Eine tolle Balance zwischen konsequenter und liebevoller Hand sollte immer das Optimum darstellen. Da sind wir uns einer Meinung. Und hier macht auch der Weimaraner keine Ausnahme, denn wird dieser Hund gut erzogen, dann haben Sie nicht nur einen Wahnsinnsjagdgebrauchshund zu Hause mit ausgeprägten Wach- und Schutztrieb, sondern auch einen absolut verschmusten Familien- und Begleithund, auf den Sie sich jederzeit verlassen können. Das sind Hunde, die gehören in die Kategorie groß, meiner Meinung nach. Rüden erreichen Schulterhöhen bis zu 70 cm und Hündinnen sollten mindestens 57 cm Schulterhöhe vorweisen. Rüden können bis zu 40 Kilo schwer werden und Hündinnen sollten mindestens 25 Kilo auf die Waage bringen. Den Weimaraner gibt es in zwei Fellvarianten, in kurzhaarig und in langhaarig. Das Besondere an dieser Rasse ist die Farbe. Die bewegt sich von einem wunderschönen Silber über Reh bis zu Mausgrau und Weimaraner Welpen kommen mit stechend blauen Augen auf die Welt, wobei sich die Farbe aber dann mit der Zeit etwas verändert. Das allgemeine Erscheinungsbild des Weimaraners. Wenn Sie Rasse-Insider sind, dann erkennen Sie in einem Weimaraner, wenn sich der Ihnen näher sofort einen Vorstehhund. Sie wissen schon, typische Anatomie. Relativ große, dreieckige Hängeohren, langer gerader Rücken, lange Läufe, ein Laufraubtier, ein Vorstehhund. Das ist ein sehr dynamischer, kraftvoller Hund, der nicht massiv bullig gebaut ist, eher schlank, muskulös, aber klar erkennbar. Ein sehr leistungsfähiger Hund. Ja. Am polarisierendsten ist seine Farbe und einen Weimaraner erkennt man sofort von der Weite. Ich würde sagen, das ist kein völlig unkompliziert zu haltender Hund. Ja. Also man kann hier schon recht viel falsch in der Erziehung machen. Zu hart, zu lasch, doch mit etwas Händchen, würde ich sagen, ist der Weimaraner ein Hund, der eine Palette an Vorzügen anbietet.
wie man sie bei Hunderassen nur selten findet. Denn welcher Hundebesitzer kann von sich schon behaupten, dass er zu Hause hat sowohl einen Jagdhund, wie auch einen Gebrauchshund, als auch einen Wachhund und einen Schutzhund, aber auch einen tollen Familien- und Begleithund. Ja? Also der Weimaraner bietet Ihnen das, wenn Sie ihn anständig erziehen. Ich würde sagen, dieser Hund ist geeignet für aktive, für sportliche Menschen. Und genauso bin ich davon überzeugt, dass der Weimaraner sich absolut nicht empfiehlt für ältere, gebrechliche Menschen. Für Menschen, die nicht mehr ganz so fit sind. Der Weimaraner ist ein Hund, der mit Sicherheit körperliche Bewegung braucht. Der braucht geistige Beschäftigung, sei es die Jagd, sei es das Arbeiten am Hundeabrichteplatz, Wandern und so weiter. Sie wissen schon, das ist kein Hund für Couch-Potatoes. Das ist ein Hund für aktive, sportliche Leute. Für Leute, die willens sind, mit ihrem Hund etwas zu unternehmen. Eignet sich meiner Meinung nach vorzüglich für die Wohnung, obwohl das ein Hund mit relativ hohem Aktivitätslevel ist, mit gesunder Portion an Körperkraft. Würde ich dennoch sagen, ist das ein Top-Wohnungshund. Schauen Sie, wenn Sie Weimaraner-Besitzer sind, optimaler Weimaraner-Besitzer sind, dann müssen Sie sowieso ein Mensch sein, der viel unterwegs ist mit diesem Hund. Weshalb soll ich diesen Hund in der Wohnung nicht halten können? Sie kennen meine Einstellung dazu. Ich bin davon überzeugt, dass man als Halter eines Weimaraners nicht unbedingt über Haus mit Garten verfügen muss. Das ist meine Meinung, ja. Außerdem glaube ich, dass der Weimaraner nicht nur Personen anspricht, optisch. Gehen wir jetzt mal rein von der optisch an, die in der Kategorie der Vorstehhunde zu Hause sind. Ich kann mir gut vorstellen, dass Ihnen ein Weimaraner auch dann gefällt, wenn Sie Dobermann- oder Ridgeback-Fan sind. Ich sehe das so. Ich glaube, dass Sie eine ähnliche Optik, eine ähnliche Anatomie vorweisen, wenn wir alle drei nebeneinander stellen. Sie weisen einen ähnlichen Typ Hund vor. Eine ähnliche Kopfform, eine ähnliche Ohrform, ähnlich groß, ähnlich schwer. Klar, unterscheiden Sie sich wesenstechnisch im Charakterbild. Aber rein von der Optik her würde ich sagen, könnte man sagen, wenn dir ein Ridgeback oder ein Dobermann gefällt, dann gefällt dir auch ein Weimaraner. Und eines garantiere ich Ihnen, ein Weimaraner ist viel mehr als nur eine gute Alternative zu einem Ridgeback und zu einem Dobermann. Davon bin ich überzeugt. Ja, viel mehr kann ich von diesem tollen Hund nicht sagen, nur dass ich mir auch sicher bin, dass er sich genauso wohl fühlt in Jägershand wie auch in Besitz von Familien, von aktiven, von sportlichen Familien. Also das ist eine Allzweckwaffe, ein Schweizer Taschenmesser, wie ich es schon im letzten Video erwähnt habe. Ja, und mir selbst würde er auch gut gefallen. Das war's jetzt mit dem Weimaraner. Beim nächsten Video möchte ich ein Thema ansprechen, das vielleicht nicht ganz so weit in der Zukunft liegt. Sie wissen vielleicht schon, wir hatten da vor nicht allzu langer Zeit einen schweren Bissunfall mit Todesfolge in Österreich. Hier rührt sich jetzt was in der Politik. Ich habe das schon befürchtet. Hier werden schon Kürzungen, gesetzlich bestimmende Kürzungen zum Thema Gebrauchshundesport besprochen von der Politik. Hier werden schon wieder Hunderassennamen ausgegraben und so weiter. Und ich möchte ein Video bringen, das Thema behandelt. Was ist, wenn Sie uns die Bulltiere-Rassen verbieten? Ja, liebe Zuseher, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich selbstverständlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt möchte ich Ihnen noch einen schönen Tag wünschen. Das war's.